Alltag bei den Vögts. Sachen packen, ab ins Auto und los geht's zum nächsten Rennen, zum nächsten Training. Da ja alle mitziehen, meine Frau und auch der große Sohn, macht es auch Spaß. Also wir sind da vor Ort zusammen. Heute geht's zum Pfingstberg in Schuttertal-Schweighausen. Hier trifft sich jeden Dienstag die ganze Motocross-Familie. Marvin legt seine Lebensversicherung an. Kniepolster, Brustpanzer, harte hohe Stiefel und ganz wichtig, der Nackenschutz. Wenn man hinfliegt und der Kopf verbiegt sich, dass der nicht überdehnt wird und mir keinen Knickbruch oder so kriegen kann. Und Marvin hat ja 10-jährige Angst. Manchmal. Und heute? Nee. Na dann kann es ja losgehen. Der ist gut, der ist gut. Also, der kann gut fahren. Von seinem 4 Jahre älteren Bruder Yannick hat Marvin die Fahrtechnik gelernt. Und Yannick von seinem kleinen Bruder den Ehrgeiz. Er ist halt so, Mist, es klappt nicht. Jetzt mache ich weiter, bis es geht. Er nimmt doch den einen oder anderen Sturz in Kauf, aber ist immer voll dabei. Auch ein Handgelenkbruch im Frühjahr kann Marvin nicht aufhalten. Die Belastungen auf so einer Maschine enorm. Doch aufgeben gibt's nicht für Marvin. Ehrgeiz eben. Also wenn ich halt in den Kurven schneller bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich besser werde. Aber meistens habe ich das Gefühl, dass einfach Spaß macht. Das sagt auch Papa Sven. Spaß haben, wenn dann, wie bei Marvin, auch noch der Erfolg dazu kommt, umso besser.